Vor ungefähr einem Monat wurde ich auf YouTube monetarisiert, weil ich meine 1000 Abonnenten geknackt. Ich möchte euch in diesem Video als Teil von einem Update der Level Up Serie erzählen, wie viel ich denn in meinem ersten monetarisierten Monat auf YouTube verdienen konnte. In diesem Video soll es aber nicht nur darum gehen, denn wie gesagt ist dies ein neues Update zu meiner Level-Up-Serie. Meine Level-Up-Serie ist eine Serie, die ich auf YouTube gestartet habe, um meinen Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Denn ich bin gerade dabei, mich als Foto- und Videograf und Social-Media-Manager in Wien selbstständig zu machen und ich habe hier ungefähr einmal im Monat seit dem Beginn dieser Reise ein Update-Video auf YouTube veröffentlicht. Das Ganze mache ich unter dem Namen Flowgirls und in meinen Update-Videos rede ich meistens generell über meine Einnahmen aus dem Monat, was sich denn so hier getan hat, welche Fortschritte und welche Niederlagen ich denn so hatte und all das möchte ich euch heute auch in diesem Video erzählen. Aber nicht nur das, denn ich brauche auch deine Hilfe. Ich habe nämlich eine neue, große Videoserie geplant und ich bräuchte hierfür Input von dir in den Kommentaren, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt mal an den Computer und reden ein bisschen darüber, was denn in der letzten Zeit so bei mir los war. Und falls du nur hier bist, weil dich interessiert, wie viel man denn mit 1000 Abonnenten in einem Monat auf YouTube verdienen kann, dann habe ich dir unten mal die Timestamps reingemacht, um hier im Video auf die Stelle zu springen, die dich am meisten interessiert. Aber wir beginnen hier jetzt mal ganz kurz mit den Updates der Level-Up-Serie. Denn im Monat April hat sich einiges getan und ich würde sagen, die größte Neuigkeit möchte ich euch hier jetzt mal als erstes berichten. Denn ich habe es geschafft, meinen ersten offiziellen Kunden zu gewinnen und auch hier schon fast alles zu besiegeln. Das freut mich extrem und ich freue mich auch sehr auf die Zusammenarbeit. Wie ich das Ganze gemacht habe, habe ich euch in den letzten Videos schon erzählt. Ich habe Pitch-Decks für jeweilige Unternehmen unterstellt. Das heißt, ich suche mir selbst Firmen raus, um diese zu kontaktieren und meine Dienste sozusagen zu pitchen. Und das hat bei einem Unternehmen bis jetzt sehr gut gefruchtet. Bei anderen Unternehmen bin ich hier noch dran und wir werden mal schauen, was hier die Zukunft so bringt. Es freut mich auf jeden Fall sehr, dass ich jetzt hier sitzen kann und auf jeden Fall schon mal einen fixen weiteren Kunden im Monat für meinen Social Media Management Service, Fotos und Videos und alles, was hier dazu gehört, gewinnen konnte. Ein weiterer Punkt, den ich natürlich hier auch immer erwähne, abgesehen jetzt von meinen YouTube-Einnahmen, sind meine monatlichen Einnahmen. Die haben sich jetzt im Monat April nicht sonderlich geändert, wenn man sie mit dem Monat Februar oder März vergleicht. Und wenn euch interessiert, wie viel das war, dann habe ich euch hier oben mal das letzte Video von der Level Up Serie verlinkt. Und ich möchte euch jetzt einfach mal einen kleinen Einblick in meine Einnahmen von YouTube geben und wie viel ich hier in meinem ersten Monat verdienen konnte. So, und hier sind wir jetzt auch schon in meinem YouTube-Studio angekommen und hier sehen wir auch schon einmal die Key Facts. Wir haben in den letzten 28 Tagen 22.013 Aufrufe erzielt. Hieraus ergibt sich eine Wiedergabezeit von 1218 Stunden. Hier sieht man auch ganz schön, dass hier viele Shorts waren und auch drei Uploads dabei waren. Und in den letzten 28 Tagen habe ich dann 56 Abonnenten hinzugewonnen. Der spannende Punkt ist natürlich, wie viel Geld konnte ich verdienen? Dafür würde ich sagen, klicken wir mal auf den Umsatz. Und hier sehen wir auch schon ganz schön, dass ich ungefähr in den letzten 28 Tagen 130 Euro mit YouTube verdienen konnte, was eigentlich schon mal nicht schlecht ist. Wenn wir jetzt uns hier die Leistung der Inhalte anschauen und ein bisschen ins Detail gehen, was denn wie viel Geld eingebracht hat, dann sehen wir hier sehr gut, dass vor allem die richtigen, die Longform-Videos hier 130,22 € eingebracht haben und meine Shorts circa 59 Cent. Somit bin ich hier auf jeden Fall eher auf der Longform-Video-Seite, was ja auch der primäre Fokus von meinem YouTube-Kanal ist. Um mal ein bisschen aufzuschlüsseln, welche Videos eigentlich hier wie viel Geld eingebracht haben, dachte ich mir, zeige ich euch mal ein paar spannende Fakten. Die erste Sache, die hier relativ interessant ist, ist das Video, das mit Abstand am meisten Geld eingebracht hat, ist nämlich das neueste HelloFresh-Video. Meine Review nach 2 Jahren Nutzung. Und wenn wir hier in die Analytics schauen, dann sehen wir, dass dieses Video insgesamt 63,44 € eingebracht hat. Was hier jedoch sehr spannend ist, dass ich ja erst seit knapp einem Monat monetarisiert bin und der ganze Upload ja viel länger her ist. Das heißt, in der Zeit, in der das Video Geld verdienen konnte für mich, also wenn wir jetzt hier sehen, der 8. April, dann hat das Video seit dem 8. April circa 2.000 bis 3.000 Aufrufe gemacht. Und hierfür 60 Euro zu verdienen, ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Also das war, wie ihr seht, mit Abstand das Video, mit dem ich am meisten Geld verdient habe. Aber wie viel verdiene ich denn jetzt eigentlich mit so einem normalen Video, wenn ich das neu hochlade?
Ich würde sagen, wir gehen hierfür mal für ein Video, das meinen Durchschnitt gerade relativ widerspiegelt. Das ist das Ich war nie glücklich, so wurde ich's, mein vorletzter Upload mit insgesamt 870 Aufrufen. Und wenn wir hier in die Analytics schauen, dann sehen wir recht gut, dass mir dieses Video 2,56 € eingebracht hat. Das, würde ich sagen, spiegelt meine Einnahmen für neue Uploads derzeit sehr gut wider. Also ungefähr zwischen 2 bis 4 € ist hier eigentlich ziemlich der Durchschnitt. Wenn wir uns jetzt anschauen, das neueste Video, das von den Aufrufen hier nicht so stark war und nur 200 Aufrufe bekommen hat, das hat mir 73 € eingebracht. Also ich würde sagen, dass ich mit 300 Aufrufen circa 1 € verdiene und das somit eigentlich ein ziemlich guter Durchschnitt ist. Ich bin sehr gespannt, was sich hier so tut, aber um nochmal auf das Thema HelloFresh-Video einzugehen, meine Vermutung, warum dieses Video so viel mehr Geld für eigentlich verhältnismäßig nicht wirklich mehr Aufrufe einbringt, ist, dass hier der Werbepartner, in dem Fall wahrscheinlich HelloFresh, es sich sehr viel mehr Geld wert ist, sich direkt vor ein so passendes Video zu setzen und bei meinen anderen Videos, die eher allgemeiner sind, YouTube wahrscheinlich erstmal schauen muss, welche Werbepartner hier gut zu meinem Kanal passen und sozusagen auch für die Leute, die die Werbung dann bezahlen, einen guten Mehrwert bieten. Und deswegen ist gerade, was ich auch feststellen konnte, es noch sehr interessant, dass sich die Werbung hier immer wieder ändert und es wirklich von A bis Z jede Art von Werbung derzeit von meinen Videos gibt und ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft ändern wird. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal hierzu, wo ich vor allem deine Hilfe benötige, denn ich habe eine Idee und ich denke mir, dass dies ein sehr spannendes Projekt für YouTube sein könnte. Aber was ist das denn jetzt für eine ominöse Idee, bei der ich deine Hilfe brauche? Wie ihr ja mittlerweile recht gut wisst, bin ich ja dabei, mich selbstständig zu machen und dafür ist natürlich mein Hauptarbeitstool meine Kamera. Derzeit habe ich hier eine Canon EOS R aus dem Jahr 2018 und die habe ich eigentlich ziemlich seit sie released wurde und die hat mir auch wirklich extrem gute Dienste erwiesen. Es ist eine super Kamera, vor allem für Fotos, aber videotechnisch merke ich hier halt nun mal immer wieder, dass sie mich einschränkt. Ich würde hier gerne meine Kamera upgraden. Wie dem ein oder anderen wahrscheinlich bewusst sein wird, ist, dass ein Upgrade von einer guten auf eine noch viel bessere Kamera natürlich auch etwas kostspielig ist. Und hier war meine Idee, dass ich gerne ähnlich wie Dave oder auch im Amerikanischen schon viele YouTuber gemacht haben, eine Trade-Up-Serie starten möchte. Aber nicht in dem typischen, ich beginne mit einem Cent und möchte mich hoch traden, sondern mehr eine Serie, in dem ich unterschiedlichste Methoden ausprobiere, um Geld zu verdienen, um so irgendwann mir meine neue Kamera leisten zu können. Das bedeutet, die Kamera, die ich mir gerne kaufen würde, kostet circa nur der Body, also ohne ein Objektiv, 2.200 €. Dieses Geld würde ich gerne komplett durch kleine Projekte, die ich hier in Form von Videos auf YouTube begleite, verdienen. Meine Idee ist hier wirklich die unterschiedlichsten und banalsten Dinge auszuprobieren, wie man eventuell an etwas Geld kommen könnte und so in Summe vielleicht auf diese Summe von 2.200 € zu kommen. Und warum ich deine Hilfe brauche, ist, ich würde gern von dir wissen, was ist die absurdeste Idee, mit der man Geld verdienen könnte, wo du dir schon immer mal gedacht hast, das würde ich gerne mal ausprobieren, aber es nie gemacht hast. Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich liebend gern davon inspirieren lassen und alle diese dummen und eventuell banalen, vielleicht funktionierenden, vielleicht nicht funktionierenden Ideen ausprobieren und hier auf YouTube mit euch teilen, wie ich mir meine nächste Kamera erarbeite. Ich möchte hier wirklich kurze Videos, kurze, spannende Videoprojekte erstellen, in denen ich euch mitnehme und vielleicht den ein oder anderen von euch da draußen auch inspirieren kann, selbst mit einem kleinen Zeithustle zu starten, wenn das ein oder andere jemanden anspricht. Und ja, das wird auch ein kleiner Ausblick für die Zukunft sein, denn ich möchte dieses Projekt auf YouTube starten. Das wird dann neben den monatlichen Level-Up-Updates mein Hauptfokus werden. Für alles Weitere könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Ich bin dort extrem aktiv und versuche euch eigentlich täglich Updates zu meinem Leben und dem, was ich gerade so treibe, tue. Also falls dich das interessiert, schau gerne rein. Wenn du jetzt wissen willst, wie viel ich denn wirklich in einem Monat mit meiner Selbstständigkeit verdienen konnte, dann schau dir mal dieses Video an. Und wenn du jetzt wissen willst, warum das HelloFresh-Video mir so viel Geld einspielt, ob es wirklich so gut ist, wie es die Leute anscheinend sagen, dann schau doch mal hier rein, ich habe es dir verlinkt und ansonsten würde ich mich riesig über ein Abo freuen und bitte schreibt mir in die Kommentare, was die banalste, blödeste, dümmste oder lustigste Idee ist, Geld zu verdienen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Papa, euer